Wieder on und es geht weiter mit Let's Play with DJs und Days Gone. Von muss ich leider ein kleines Essen machen für. Hä, wieso hab ich keinen Sound? Ah, hier ist er. Das ist halt ein Plünderkampf, das hab ich natürlich scharf verkackt, weil ich da irgendwie in diesem Geisel, die da lag. Hätte ich mal. Das war's. Ist hier noch jemand? Ist da noch jemand? Ah, guck mal da hinten. Wo ist? Da will man mal professioneller Streamer werden und da wird man ständig zu irgendwelchen Duties gerufen hier. Alright, aber das ist halt so das Los eines Vaters. Hört ihr mich eigentlich ja, ne? Das Ding an. Ah. Ich meine, das ist Mike. Ich hab das. Hier spricht Colonel Garrett. Ja, Sir. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Anarchisten, schon wieder. Ja, Sie erinnern sich, er floh, bevor wir ihn verhaften konnten. Auf einem Bike. Die Verfolgung Richtung Norden blieb erfolglos. Sein letzter Standort ist auf Ihrer Karte markiert. Okay. Wir brauchen ihn lebend, Corporal. Hol ich. Wir müssen herausfinden, was er hier wollte, was ja. Er weiß, was seine Gruppe plant. Wo sind die Anarchisten? Ja, Sir, ich tue mein Bestes. Okay. Wie wir alle wegtreten. Also irgendwie ist der Colonel auch so ein bisschen creepy, finde ich. Findet ihr nicht? Erstmal zum anderen Camp. Gucken, ob ich Motorradersatzteile kriege. Wow. Ach, dieser Stumpf. Ah. Ich habe eine Sache, die ich brauchte. Nehmen den mal. Habe ich einen Baseballschläger und Wolf durch die Pool oder was? Heine herstellen. Ah, jetzt, mir fehlt das alles. Was ist das denn wieder? Hier noch Fleisch.
verkaufen. Was regnet? Das brauche ich. Ich habe ziemlich viel verbraucht, während ich da diese Horde platt gemacht habe. Deacon. Er gehört zu uns. Lass ihn rein. Ich brauche erstmal Geld hier. Konnichiwa, Corporal St. John. Oh, guck mal, ich habe 375 Schwärmerohren. Naja, hier kann ich Geld gebrauchen. Ich gebe es hier mal aus einfach. Ja. Das war's. Das war gut. Matashita. Tja. Corporal Deacon Singh. Also, wie lange warst du dort? Hab zwar die Vereidigung verpasst, ja, aber ich merk sofort, wenn jemand gedient hat. Also, Corporal Singh. Corporal Deacon St. John. Schön. Schön, dich zu sehen. Fett, ne, Motor. Was für ein Stück Ausrüstung hast du da? Die hat die ja schon alle. Aber ich brauche erstmal ein paar Reifen, paar Fette, die finde ich geil. Die okay. Dinger. Yep. Na, was ist denn das jetzt? Die Feder. Ah, fehlt mir Kohle wieder. Aber warte mal, ich hab noch. Na dann. Ich hab noch andere Sachen. Corporal St. John? Wir sehen uns dann später. Das ist alles für heute. Das ist auch nicht so viel, oder? Ne, aber ich hab schon mal wieder ein paar. Boah, ich hätte mal die Bikes an. Ich hab schon mal wieder ein paar wichtige Sachen. Hey, so, was mal als nächstes ist. Die Tiefe von der Menschheit. Ne, ich hab jetzt hier mal. Was ist das? Wasserschädling. Okay, das ist jetzt für. Genau, ich mach das mal erst. Warte mal. Ich bin hier. Ich fahr hier runter und fang hier unten an, oder? Oder fahr ich hier oben lang? Was liegt am nächsten? Okay, ich mache eine Schiste für und das klappt ganz gut. Und dann arbeite ich mich durch. Moment, ich mach schon. Oh. Weil die lange muss. Was ist das jetzt hier? Ja, was macht der denn hier? Der Reifen ist so fett, finde ich hinten. Was war das? Eine Mine? Easy peasy. Das ist oben im Schnee, oder? Hä?
also. Vom Bike aus. Ganz easy. Was zum Teufel? Das sollte ich mir mal anschauen. Ich mach meinen Schalldämpfer ab. Freunde. Bike auftanken. Sprit. Dann mal los. Das sollte reichen. Bike weiter muss. Zur Warnung. Captain Curry sagt, er sei einer der besten Fahrer. Wenn er sie abhängt, werden sie ihn nicht mehr einholen. Ja, das werden wir dann sehen. St. John Ende. Er meint, er ist der beste Fahrer, ja? Hier. Na gut, wo? Ah, Colonel, ich habe ihn gefunden. Na komm schon, du willst es mir schwer machen, hä? Huh? Du Scheißkerl! Besten Fahrer. Na, hallo, ja, Alter. Das wird nicht so schwer. Na, wie geht's dir, Kumpel? Ein ganz schön chaotischer Tag für dich. Genau nach deinem Geschmack, hä? Du kriegst mich nicht lebend. Weißt du, das hab ich doch schon. Wobei mir das eigentlich ziemlich egal ist. Gottverdammte Anarchisten. Und? Nein, lieber nicht. Colonel, ich hab ihn. Ich übertrage jetzt die Koordinaten. Lass mich! Gute Arbeit, Corporal. Sieht nicht allzu übel aus. Muss tauschen, dann hab ich alles.
Jetzt. Ich habe 3 Fertigkeitenpunkte. Oh Gott, wo kommen die denn her? Hebt ein überlebensfähiges Gegner hervor. Das fängt ja überall im Bar. Lass mich nicht. So, hier ist der nächste. O'Brien treffen. Lass dich doch, ich lass dich schon da, du bist abgeholt. Mach dir keine Sorgen, mein Freund. Also Nessa. Die kann ich eigentlich machen. Erstmal mal hier. Position mit Dings. Also, was willst du von mir, O'Brien? Ich bin froh, dass sie lebt, deine Frau. Okay, was genau willst du? Wie gesagt, die Infizierten, die Freaks, mutieren, manche schneller als andere. Aha. Wir haben einen Sender angelegt, um ihn zu verfolgen und ab und zu ja, wissen, wie O'Brien aussieht. Zu nehmen und den Fortschritt des Virus zu prüfen. Okay, was habe ich damit zu tun? Er ist jetzt im Milizterritorium. Ah, verstehe. Hier komme ich an ihn ran. Ja, fliegen ist unmöglich, bewaffnete Außenposten. Ganz genau. Was ist das? Nachdem du ihn gefunden hast, musst du etwas für mich erledigen. Hier ist alles drin, was du für eine Biopsie brauchst. Wir brauchen Blut- und Gewebeproben. Schaffst du das? Ja, das kriege ich schon hin. Übrigens, hübsche Uniform, Corporal. Steht dir gut? Leck mich. Das Signal kommt irgendwo aus der Richtung von Mount Scott. Da ist eine Höhle. Eishöhle, südlich des Bergs, die Eiswind-Lava-Höhle. Das Subjekt, das du verfolgst, hat einen extrem erhöhten Metabolismus. Es ist wohl dorthin unterwegs. Wenn du im Innern bist, müsstest du etwas überprüfen. Da ist ein Team von uns, zu Fuß. Sollten das Subjekt suchen, kam nicht zurück. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Es gibt Leute hier, die sie sehr vermissen. Also, was kannst du mir sonst noch über diesen Freak sagen, den ihr verfolgt? Wir wissen noch nicht alles. Wir wissen nur, dass die Infizierten mutieren. Die Viecher haben Millionen Jahre an Evolution übersprungen. Sie scheinen Schwarmintelligenz zu entwickeln und über Pheromone zu kommunizieren wie Ameisen, Bienen und andere. Also, für mich ist das ganze Essen ab dem Haus gewachsen. Viel Schrott, Scheiße. So, das war der erste. Vögel. Bin ich gespannt, ob ich die Fohlen das dann mit so einem großen nicht ausrotten kann. Aber so ein kleiner Idiot.
Wieso qualmt der mit dem Bock eigentlich so? Das nervt mich so ein bisschen. Bock. Okay. Was soll eigentlich alles an? Ja. Ah, unten drunter. Shotgun, Alter. Sein Bike umgeschmissen. Ich schmeiß mein Bike um. Kalt mir aus. Er schmeißt mein Bike um. So. Mal wenden. Mit. Landschaft, die ist ja total. Ah, fehlt hier irgendwie. Was ist denn hier passiert? Ah, das ist ja geil. Was soll das denn? O'Brien, ich bin in der Höhle und gehe rein. Ist bei euch alles bereit? Ja, wir sind auf Standby. Oh, Scheiße. Was ist? Oh, Freaker, Scheiße. Überall Freaker-Scheiße. Hey O'Brien, was ist deinen Männern eigentlich passiert? Laufe ich hier einer Horde in die Arme? Keine Ahnung, der Kontakt zu ihnen brach ab. Denk dran, ich wenn du Horde. Sie findest, werden dir viele Leute dankbar sein. Dankbar, ja, das ändert echt alles. Ja, verstanden, gut. Ich kümmere mich drum, Ende. O'Brien, wie viele von euch sind hier? Wie viele habt ihr verloren? Vier Männer. Ein Forscher und drei Soldaten. Scheiße, O'Brien. Was mache ich eigentlich hier? Der Forscher, Coop, ist ein Freund von mir. Mach das und ich tue alles, um deine Frau zu finden. O'Brien, Ende. Wisst ihr noch nicht, dass ich meine Frau schon habe? Wenn ich hier schon deinen Freak jage, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Zum Beispiel von dem Virus. Etwas, das ich noch nicht weiß. Wer dem Virus ausgesetzt ist, steckt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit an. In den ersten paar Wochen starb der Großteil der unter 12-Jährigen. Die Immunreaktion scheint davon abzuhängen, ob man bereits in der Pubertät war. Und außerdem starb der Großteil der über 60-Jährigen. Ihre Körper konnten der beschleunigten Zellumwandlung der Mutation nicht standhalten. Alle anderen haben sich während der Genmutation verwandelt. Allerdings...
Was hast du denn da? Oh ja. Danke. Soll ich wegschmeißen? Okay, gehst du zu Pina? Nee, 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 trinken. Das ist voll. Das ist nicht, riech mal. Mm-mm. Da steht Wasser auf dem Tisch. Soll ich mitkommen? Oder bei Pina steht Wasser. Geht das? Ja. Okay, cool. Mutiert der Virus gewissermaßen exponentiell. Ja, das sagst du ständig. Was bedeutet das? Wir sind halt exponentiell. Das bedeutet, dass Infizierte, zum Beispiel dieser Freaker, anders sind als frühere Formen. Wir haben schon über 12 Mutationen entdeckt. 12? Ja, und das ist nur der Anfang. Was wir gesehen haben, glaubt uns kein Mensch. Naja, ich wahrscheinlich schon. Sind schon Ende. So ein Überdrache hier drinne. So ein mutiertes Giraffending oder so. Who knows? Guck mal, da liegt schon einer. Da ist Fleck. Kyrosin. Zur Hölle war das. Das muss schnell gegangen sein. Ja, Digga. Ja. O'Brien, oh. Ich habe noch einen von euch gefunden. Laut Ausweis hieß der Kerl A.S. Patterson. Sein Freund war. Willst du denn gar nicht fragen, O'Brien? Was denn fragen? Ob er noch lebt oder nicht. Sein Funk ist bereits seit 12 Stunden tot. Völlige Funkstille seit über 12 Stunden. Ich muss nicht fragen. Danke, dass du das machst. O'Brien, Ende. Vielleicht hier unten? Ja, ja. Da ist Nummer 1. Oh, das Ding muss Cooper sein. Was zur Hölle hast du hier getrieben? Ey, wisst ihr was? Ich glaube, es ist eine Art Werwolf oder was? Ja, das sieht lecker aus. Ich sammle mir alles hier ein, was man so brauchen kann. Dann baue ich mir ein paar schöne Sachen daraus. Kann ich jetzt natürlich nicht machen. Oh. O'Brien, ich habe den letzten gefunden. Auf der ID steht Cooper. Verstanden. Oh nein! Oh Scheiße! Warte, er lebt noch, warte! Hey, hey, Cooper, Cooper! Hey, 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 hier! Wir werden dich hier rausholen, okay, Kumpel? Cooper! Cooper, komm! Sorry, ich bin tot! Na los! Nein! Oh Scheiße! Was ist los? Sein Bein ist ab, oder was? Cooper! Seine Beine sind gebrochen! Oh. Warte, bleib bei ihm! Ich schicke ein weiteres Team! Nein, nein, nein! Mein Anzug ist hin! Ich werde es nicht schaffen. Ich will mit Jim reden. Hol Jim her, schnell! Cooper, was zur Hölle hat dir das angetan? Was ist passiert? Es war so schnell. Ich hab's nicht kommen sehen. Soll das heißen, dass ein Freak dir das angetan hat? Sprinter. Sprinter. Cooper, bist du da? Jen? Ich bin hier. Ich höre dich. Ich kann es nicht glauben. Ich dachte, ich höre mich. Komm, hör mir zu. Wir werden dich da rausholen. Verstanden? Komm, komm. Jen, sei schön. Das wie, okay, alles klar, ich mache hier meinen Laptop ein bisschen auf dunkel und dann geht's los. Ich krieg die schon. Oh,
Teufel habe ich es hier zu tun, O'Brien? Rede mit mir. Die Jungs im Labor nannten das Vieh Sprinter. Ein Sprinter? Weil er so schnell ist, oder was? Verteufelt schnell. Wir haben 65 km/h gemessen. Ach du Scheiße. Und er ist stark. Vielleicht brichst du lieber... Nein, zur Hölle damit. Ich breche gar nichts ab. Das ist nicht dein Kampf. Jetzt schon. St. John Ende. Easy. Was? Wie denn, O'Brien? Ja, der ist halt schlimm. Komm, Infrarot. Wir verfolgen die Horde. Nimm ihn. Ach, Scheiße. Ich hoffe, das war's wert, O'Brien. O'Brien, ich hab deine Proben. St. John, verschwinde da! Was? Du musst da raus, jetzt! Da kommt eine Horde! Du willst mich nur verarschen! Scheiße, sie kommen näher! Okay, bringen wir das hier zu Ende. Wo muss ich denn überhaupt hin? Was hätte ich machen sollen? Wenn nicht die Horde in dem Ding hier, oder was?
vielleicht. Also irgendwie checkt das gerade nicht. Muss ich das auch checken? Wo muss ich denn hin? Die Horde wenn nicht da, wo ist sie denn? Kurz, ich muss das mal checken, was ich keine Ahnung machen soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das macht mir echt fertig, wa? Also ich hab hier eigentlich ja... Was geht da? Was soll ich tun hier? Es nervt so tierisch ab, dass man einfach... Ja und?
Wo geht er hin? Leute, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Was geht hier? So, das ist schon echt weird. Verlass es einfach, ist mir egal. Einfach keine Ahnung, was hier geht. Scheiße, sie kommen näher. Okay, bringen wir das hier zu Ende. Was soll ich tun? Sag's mir. Was einfüllen in den Aggregator oder so? Nee. Ich habe nur Scheiße, die kommen näher und nichts und keiner kann mir irgendwas sagen. Das Kabel, oder? Okay, ich mach kurz Pause. Scheiße, sie kommen näher. Okay, bringen wir das hier zu Ende. So, warte, ich mach einfach jetzt kurz, das nervt mich sowas. Das finde ich Spiel speichern und ich will jetzt einfach mal hier kurz Feier machen.